Hallo und herzlich willkommen zurück zu Transportfieber 2. So, da sind wir wieder. Hier fahren unsere Fahrzeuge recht fleißig. Wir haben auch anscheinend auch einen Gewinn. Das heißt, das ist schon mal gut, aber wie gesagt, bei den Einstellungen wundert mich das jetzt nicht, wenn ich jetzt nicht einen zu groben Fehler mache. Ich habe letztens gesagt, wir werden zwischen Österreich und Deutschland immer die Städte benennen. Dann habe ich Zorbau gelesen, dachte ich mir, hey, was ist mit der Schweiz eigentlich? Auch ein schönes und nettes Land. Also dachte ich mir, hey, komm, die Stadt werden wir in Zürich umbenennen. Die sollen auch ihren Anteil da haben. Und zwar die Stadt, wie ihr seht, das ist also perfekt eigentlich. Viel besser geht es eigentlich nicht. Wir haben hier Getreide, wir haben hier unser Brot, also Lebensmittelfabrik, und die Stadt, die es braucht. Also wie gesagt, also perfekter geht es nicht. Wir brauchen aber eine halbwegs vernünftige Straße zwischen den Zweien. So, Entschuldigung, die werden wir jetzt machen. Oh, da ist noch das Grundstück. Ich muss jetzt nur schauen. Vielleicht so, dass wir da herkommen dann. Ich könnte mir vorstellen, dass wir später irgendwann mal vielleicht sogar eine Karte spielen, wo es Gebirge gibt. Ich habe ja hier jetzt eher... Das ist ja jetzt eher, hier gibt es ja eher kein Gebirge. Also ein paar Hügel gibt es, aber Gebirge richtig nicht. Aber das könnte ich mir vorstellen, dass ich da mal eine auch raussuche. Aber wie gesagt, diesmal ging es mir darum, ich will ein bisschen die Straßenfahrzeuge mit den Wasserfahrzeugen, also Schiffen, verbinden. Dass beide da in Einsatz kommen. So. Das heißt, hier hätten wir Getreide, Brot. Ja, da werden wir wieder 10 Fahrzeuge schicken, denke ich mal. Da reicht wiederum die Station, die nur belädt. Die könnten wir eigentlich hierher machen gleich. Wie gesagt, auch hier, ich würde mir wünschen, dass man das irgendwie integrieren könnte. Wäre natürlich bei wirtschaftlichen Spielen ein Problem dann, weil da ist ja jeder Meter, den man sich spart. Also ich meine, theoretisch könnte man das ja... Okay, da geht es nicht mehr. Ja, bis daher. Ne? Also, wirtschaftlich würde man es jetzt so machen, dass das so weit wie möglich vom Getreide weg ist, dass die Fahrzeuge eben so nur eine kurze Strecke fahren müssen. Ihnen wäre es besser... Weil sonst überschneiden sich die Fahrzeuge. Können wir das so parallel zu diesem Feld vielleicht machen? Ja, eine kleine Kurve haben wir drinnen. Ich glaube, das ist aber okay. Okay, das heißt, das ist die erste. Dann da brauchen wir wieder eine mit zwei. Wie lang haben wir die Strecke? Die werden wir gegenübersetzen und auch wiederum mit zwei Straßen. Die geht dann da runter, die werden wir auch ausbessern, die Straße. Die gefällt mir gar nicht. Schade, wie gesagt, dass man die erst setzen muss und dann kann man die ausbauen. So, Straßenzugang. Den machen wir hierher. Und von da. Gut, die Straße, die andere müssen wir zum Teil lassen. Weil der wird das sonst ja nicht annehmen. Moment, was ist da? So gefällt mir das ja nicht. Schreckt mich nicht so. Wie schaut denn das aus? Ich meine, das wäre das wirtschaftlich Beste, aber ich will es ja auch halbwegs vernünftig haben. Machen wir es so. Ah, Straßenbahn haben wir da schon. So. Können wir das vielleicht gleich so machen? Hier eine Straßenverbindung dann.
Mal schauen, ob er das, akzeptiert. Straßenverbindung würde ich gleich die schnellere machen. Das ist die 40er. So schnell fahren unsere Fahrzeuge im Moment eh nicht. Ich glaube 25 oder so können die. Okay. So, das heißt, hier haben wir das Brot. Das wird abgeholt, wird in die Stadt gebracht. Und da brauchen wir jetzt noch unsere Abholstelle. Oh, schaut mal. Das ist perfekt. Das heißt, die machen wir dorthin. Okay. Ah ja, Dings brauchen wir noch. Depot. Logisch. Logisch. So, ich gehe mal auf Stopp. Wir haben gerade rote Zahlen. Ich weiß aber nicht warum. Kann aber nur Zufall auch sein. Vielleicht hat das Monat gerade angefangen. Ja, Zunahme der Straße vielleicht nicht. Wie gesagt, die Straßen möchte ich vielleicht später, ich weiß ja jetzt noch nicht, aber vielleicht will ich die später ja ausbauen. So, also zum Brot lassen wir auf jeden Fall 10 Fahrzeuge fahren. So, das sind die, das ist jetzt das Getreide. Getreide, ja, gute Frage, nächste Frage. Getreide ist eher so gelblich, dann machen wir das leicht gelbe. So, neue Linie, leicht gelb und zwar von hier dahin. Auf 1 haben wir wiederum, dass die warten, bis die voll sind mit Getreide und auf 2 Getreide entladen. Genau. So, die kann ich gleich mal fahren lassen, dass wir nicht wieder das gleiche Problem haben wie letztes Mal. Wieso haben wir da Minus? Die Straßenfahrzeuge machen eh ein gutes Plus. Wahrscheinlich, wenn wir da gerade Sachen gebaut haben, vermute ich mal. Ja, weil diese Linien, die machen ein Plus. Apropos Linien. Ich muss ja die Linie auch benennen. Und zwar ist das natürlich auch wieder Zürich. Das heißt sogar jetzt Zürich West. Interessant. So, das heißt Getreide. Zürich. Okay, ich habe die Linie jetzt benannt, ne? Also ich habe nicht die Linie benannt, ich habe das Fahrzeug, glaube ich, benannt oder so. Das ist Getreide. Ne, die Station habe ich genannt. Sowas. Wie hieß das? Zürich West hieß das. Okay. So, das heißt, das Getreide haben wir. Jetzt brauchen wir 5 Fahrzeuge, reichen das sicher, die dann in die Stadt reinfahren. Für das Brot. So, das war die falsche, da haben wir es. Okay, die machen wir mit einem satteren Gelb. Oder Orange nehme ich normal für Treibstoff. Weil wir könnten das ganz dunkelorange nehmen. Dass wir da ein bisschen einen Unterschied haben zum Gelb. Nehmen wir das ganz dunkelorange. So, neue Linie, ganz dunkelorange. So, und dann fahren die von hier. Oh, das Terminal muss ich noch schauen. Ja, das müssen wir umändern. Nach hier. Das schaut eher braun als orange aus, muss ich sagen. Und zwar sollen die dort warten. Auf Brot und auf 2 entladende Brot. So, die haben jetzt bei 1. Ne, die sollen da auf 2 gehen. Und die Linie soll, das ist 2,
soll da auf 1 gehen. Genau, weil die sollen da reinfahren und da raus. Und die kommen von unten, fahren rein und da raus. Das wäre optimal, genau. So, die Linie wird natürlich auch noch benannt. Und zwar ist das jetzt Brot für Zürich. Das soll orange sein, wow. Also für mich ist das braun, aber okay. Gut, das heißt, das hätten wir auch. Ich habe gesehen, die Stadt braucht auch Brot. Das Problem ist, da ist weit und breit kein Brot in der Nähe. Da wird es Getreide geben. Da wird es Brot geben. Das heißt, wir könnten ein Schiff mit Getreide zum Brot bringen. Das muss dann eh wieder zurückfahren. Lädt da das Brot aus und dann hier vielleicht am Anfang Lastwagen, später vielleicht einen Zug, der das Brot daher bringt. Ich könnte mir nämlich vor... Ah, schaut mal, was ich da gerade sehe. Die brauchen Treibstoff, die brauchen Treibstoff, die brauchen Treibstoff. Und da ist Treibstoff. Okay. Da haben wir eine Ölfabrik, da haben wir Fässer. Da haben wir auch eine Ölfabrik. Ein Schiff darauf. Das könnte dann auch später hier vielleicht da den Treibstoff ausladen. Und der verteilt sich dann auf die zwei Städte. Und die kann man ja gleich von dort beliefern. Das wär, ich glaube, das machen wir als erstes vielleicht. Oder schauen wir mal, ob es noch was... Oh, schaut mal, da sind auch viele Ölfässer. Ob es was Einfacheres geben würde. Die brauchen Werkzeug und Maschinen. Mein Werkzeug geht ja noch, aber Maschinen sind schon sehr umständlich. Wir haben hier Werkzeugfabrik, Holz und Bretter. Das müsste man fast schon mit einem Zug machen. Was haben wir da? Brot und Ziegel. Steine sehe ich, aber und da unten sind Ziegel. Und dazwischen ist aber, das ist jetzt ein Berg, ne? Okay. Ah, Tunnel will ich noch keine bauen, die sind so teuer. Da unten brauchen wir auch Ziegel. Okay, also das heißt, das zahlt sich auf jeden Fall aus, später hier eine Zugverbindung zu machen. Von den Steinen zu den Ziegeln, von den Ziegeln zur Stadt, wieder zu den Steinen und zu der Stadt. So irgendwie in die Richtung. Gut, aber was direkt jetzt funktioniert, das sehe ich da jetzt nicht mehr. Die brauchen Werkzeuge. Ich habe da Bretter. Und da unten ist auch eher eine Zuggeschichte, weil es so weit ist. Okay, puh, schwierig. Ich würde mal sagen, wir machen hier mal den ersten Hafen her. Und, oder besser gesagt, wir machen mal hier diese Straßenverbindung. Ich sehe gerade, wir können dann sogar später die Chemiefabrik anliefern von da. Okay, das schaut gut aus. Okay, machen wir das mal, aber wie ihr wisst, hoppala. Die Straße hier ist wieder ein Chaos. Also ich hatte mal eine Serpentinenstraße, aber eben, wie gesagt, das war Gebirge und da hat mir die auch recht gut gefallen. Aber auf geradem Gelände sehe ich das ehrlich gesagt nicht ein. Wie gesagt, wenn die leicht gebogen ist, das stört mich ja nicht. Das ist jetzt nicht das Problem. So wie da jetzt. Aber so serpentinemäßig, wie als müsste man sich einen Berg raufschlängeln, das stört mich dann schon. So,
Okay. Puh, wie viel braucht man denn da? Das kann ich jetzt gerade überhaupt nicht abschätzen. 14? Weil wir müssen bedenken, wir müssen ein Schiff beliefern. Und das soll ja so schnell wie möglich beliefert werden. Aber das ist auch lang unterwegs, ne? Also bis das da oben ist, das dauert schon. Ich glaube, da reichen 10 sogar. So, das Depot werden wir da oben machen, bei der Stadt. So, da haben wir das Depot. Und da machen wir wieder 0. Weil die laden ja nur aus. Das heißt, aber das muss ich jetzt sehr nahe machen, damit, wenn wir da einen Hafen dann machen, dass der dann auf jeden Fall da beliefert werden kann. Na gut, wir können den da unten auch zur Not machen. Also das war ja auch bei meinem ersten Spiel auf sehr schwierig. Normal habe ich früher immer große Häfen gebaut, weil dass ich alle Schiffe verwenden kann. Und die waren natürlich dann ein Riesenproblem, weil die haben gleich richtig viel Geld gekostet, diese Häfen. Weil ich habe die auch dann noch mit zwei Docks gebaut und mein länger geht ja gar nicht, nee. Also mit zwei Docks und ah ja, das war so teuer. Und ich dachte mir, wo kommen die Kosten her, bitte? Dann habe ich gesehen, ja, diese, kann es euch ja zeigen, wenn man darauf geht, hier Unterhalt, Infrastruktur. Also hier habt ihr Straßen. Wie gesagt, die sind jetzt nicht so extrem, auch nicht auf sehr schwer, aber natürlich zählt da wirklich alles. Aber Unterhalt, Infrastruktur. Und ich meine, da ist ja das billig. Aber dort war die so teuer, dass ich, obwohl die Linie eigentlich recht profitabel war, ich immer noch Minus geschrieben habe. Also da muss man wirklich ganz genau planen. So, dann, was habe ich gesagt? 10 Fahrzeuge werden wir da mal versuchen. Wir können das ja immer noch zu jeder Zeit ändern. Die nehmen Öl, das werden wir schwarz machen. Schwarz wie die Nacht. So, neue Linie. Die wird auch schwarz. Und zwar von hier nach hier. Gut, das heißt, die sollen da warten, bis sie voll sind. Und zwar auf Fässer. Und da sollen die nicht warten, weil es sind ja zwei Fässer auf ein Öl. Und ich glaube, das könnte es denn sein, dass sich das dann staut. Deswegen werde ich die lieber fahren lassen. Auch wenn es günstiger wäre, die warten zu lassen. Aber wie gesagt, ich habe Angst, dass sich die stauen. So, das laden die und Fässer entladen die. Ah, ich habe was vergessen. Nein, jetzt lösche ich die. Oh Gott. Welche Station habe ich gelöscht? Die 1 eigentlich. Dann lösche ich die auch. Dann müssen wir das nochmal machen. So, also nochmal bei 1. Fracht laden. Und zwar, hier habe ich eher einen Fehler gemacht. Zwar, wir laden Fässer, das ist richtig, aber wir entladen Öl. Also raffiniertes Öl. Das ist ganz raffiniert. So, hier warten die nicht. Die laden raffiniertes Öl und entladen die Fässer. Genau. So. Da ist schon unsere Kolonne. Da rasen sie dahin. Ich fühle mich nicht sicher. Ich habe irgendwie das Gefühl, der hat das Lenkrad nicht richtig in der Hand. Okay, da gibt es noch keine Ölfässer.
Sind wir überhaupt auf der richtigen Station? Ja. Oh, Linie. Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Wie nennen wir die Stadt hier? Die nennen wir jetzt halt Wien. Hoppala. Aber soll ich jetzt sagen Öl für Wien? Oh. Achso, nee, passt eh. Achso, die sind bei der Station. Okay. Und da ist eh schon Öl. Ja, dann ist okay. Dann ist okay. Die Linie habe ich gesagt, die müssen wir noch umbenennen. Ja, ich nenne die Öl Wien. Obwohl wir hier bei Berlin eigentlich sind. Aber es ist nicht für Berlin eigentlich das Öl. Also eigentlich, weil Berlin braucht ja noch keins. Öl Wien. Ich nenne es Öl Wien. Das ist halt jetzt immer so, auf der einen Seite zum Orientieren wäre Berlin besser, dass ich weiß wo. Auf der anderen Seite, die Linie ist aber gedacht für Wien. Dass ich die zuordnen kann, später. Ja, ich nenne die Öl Wien. So. Okay. Dann brauchen wir ein Schiff darauf. Können wir von oben was mitnehmen? Das, naja, Brot. Aber Brot brauchen wir Getreide und Getreide ist da leider weit und breit nichts. Getreide wäre hier, das können wir aber nicht zusätzlich mitnehmen. Wir können nicht Öl und Getreide mitnehmen. Wenn wir könnten Treibstoff wieder mitnehmen. Wo bleiben wir? Stehen hier. Ja, vielleicht für die Zukunft könnte ich mir vorstellen, dass wir Treibstoff wieder mitnehmen, hier herunterbringen. Von da dann mit einem Zug den Treibstoff zur Stadt bringen. Und dass der Zug dann die Fässer hierher bringt und von dort auch daher fährt, dass wir vielleicht zwei Schiffe haben. Ja, werden wir sehen. Es ist halt sehr weit, nicht? Ich wäre halt glücklich, wenn wir da irgendwas mitnehmen könnten. Wie schaut es mit dem Holz da aus? Habe ich leider auch nichts. Also Sven sollte schon da... Wobei, wir hätten hier Bretter. Dann müssten wir die Station ausbauen auf zwei. Dass wir Bretter herbringen, Holz herbringen. Von da. Oder von dort, ist ja egal. Ja, ich glaube, da ist besser sogar. Weil ich glaube, das Spiel macht das so, je weiter das weg ist, umso mehr kriegen wir dafür. Das heißt, dass wir das Holz abliefern. Dann hier auch eine Autokolonne machen. Die dann eben die Bretter hier abliefert. Von hier könnte man dann die Werkzeuge machen schon. Das könnte man machen. Gut, dann werden wir die gleich ausbauen. Ich glaube, da müssen wir das sogar etwas größer machen. Apropos größer. Wie schauen wir bei den Ziegeln aus? Weil die wollte ich sogar vergrößern. Weil die auch schon überladen sind hier. Die Abladestelle ist ja egal. Das heißt, wir könnten die Häuser hier umher machen. Die sind auch neu. Ihr seht, die vergrößern auch die Lagerkapazität. Wobei, so, da könnte ich auch einmal eins her machen. Okay. So, das heißt, das hätten wir.
die Straße werden wir mal ausbessern. Da frage ich mich auch gerade, ob wir die nicht vielleicht gleich so irgendwie hier machen. So schräg. Weil die muss ja jetzt nicht da hingehen, ne? Die hat ja eigentlich mit dem Öl gar nichts zu tun. Also nichts, was dort ist. Man könnte natürlich auch einen Zug gleich machen. Der würde die Bretter nehmen, daher bringen, von da zur Werkzeugfabrik. Ja. Und später dann von der Werkzeugfabrik da in die Stadt. Ja, wir machen das erstmal mit Fahrzeugen. Züge, da habe ich schon so meine blauen Wunder erlebt. Die mache ich ehrlich gesagt erst gerne dann, wenn ich wirklich schon, was finanziellen Einkünfte betrifft, auf der sicheren Seite bin. So, ich glaube, die Kreuzung, das sollte jetzt nicht so das Problem später sein. Wie gesagt, wir werden das ja eh irgendwann mit Zügen machen und da ist das eh dann hinfällig. So, gut, die Strecke haben wir aber noch kein Holz. Okay, dann würde ich sagen, machen wir das nächste Mal dann diese Schiffsverbindung. Zum einen natürlich, wie gesagt, hier Treibstoff rauf, Treibstoff nach Wien und beim Zurückfahren entweder hier, ich würde sagen hier, nehmen wir das Holz mit und liefern es da ab. Gut. Das werden wir beim nächsten Mal machen. In diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und ansonsten, servus die Malen, grüß euch die Burm und macht's gut, ihr Lieben. Baba.